Ja, dann oben miteinander. Knochen vom römischen Kamel haben die Archäologen im Spiegelhof beim Graben letzte aus dem Boden gezogen. Der Fund ist auch aus religiöser Sicht eine Sensation. Jetzt wissen wir, der Baschi ist eine Reinkarnation. Da schwätzt der Maurer ziemlich unbeschwert. Weil auf dem Markt, da hat der Mehrwert mehr Wert als ein Wert. Bei besonders werten Geschäftsfreunden lässt man alle Werte schläfern. So tut man für den nächsten Kaschoki Knochensäge liefern. Wie es Politiker mit ihm doch miserabel gut. Die Mei steht vor dem Mayday, das Mutti Merkel wirkt marot. Der Mode zu Genf erweist sich als ein mickerig persönlich. Und in Frankreich ist der Makro bestenfalls noch ein Makrönli. Vor der Weihnacht wird der heilige Pappe leicht skurril. Abtreibung sei Auftrag, Mord und schwule Pädophil. Hat er echt zu viel Messwein gehabt und lärmig Glocken glüht? Oder hat es ihm in der Kirche einfach noch zu viel Leute? Nein, jetzt wenn doch die Emanze noch entzünft. Da haben die meisten Schlümpf entzünft, schon zünftig die Nase gerümpft. Der Burgener vom FCB hat gemeint, ihn würde das freuen, wenn die Frauen denn beim Griffen mählen die Tombola betreuen. Apropos, der Herr Burgener, der schaut, dass etwas läuft. Jetzt hat er sich doch grad den FC Matras Curry gekauft. Er soll noch flissig runtergehen, das stärkt ganz sicher das Band. Dort ist er immerhin auf halbem Weg ins Pfefferland. Ich
find das glorios, dass Schüler jetzt fürs Klima schwänzen. Als Dankeschön gibt's im Zeugnis unentschuldigte Absenzen. Wenn's zu Bern im Parlament drum geht, das CO2 zu begrenzen, gibt's keine Konsequenzen für die geistigen Absenzen. Petra Gössi ganz versteckt. Aufs Mal, man fragt sich, wo eine grüne DNA entdeckt. Die DNA erfüllt bis zu den Wahlen ihren Zweck. Und dann spült man sie mit so einem Wasserfallen weg. Am Morgen tönt's im grossen Rot, Rabat, Rabat. Der Präsi meint, dass das nicht geht, Rabat, Rabat. Und links ein Geschrei und rechts ein Geschrei, ein paradoxes Bild. So laut wie die Lea Steinle hat nur selten eine gestillt. Steinle hockt im grossen Rot ein Buscheli am Busen. Der Anblick jagt den Präsident doch glatt der Nucki raus. Dabei passt so ne Buschi gar nicht schlecht in Rot per se. Es schläft, macht Mist und Knöpfli drucken tut's wie die SVP. Der Präsi hat Frau Steinle samt dem Buschi rausgestellt. Ich hab das zu Österreich meine Wiener Freunde grad erzählt. Bei uns im Parlament, da geht das nicht um Himmels Willen. Da muss die Mutter da sein, zum den Bundeskanzler stillen. Zu. Ich selber habe mich auch schon verfieren. Im Internet ganz heimlich gewisse Seiten zu konsultieren. Erst Softcore und dann Hardcore. Ja, ich gestand das mit dem Vers. Und dann gibt's noch Glencore, aber das ist mir zu pervers. Jetzt haben wir schöne Fasnacht.